Ja, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal und heute habe ich einen richtig coolen Gast dabei, einen Sepp Hölzel. Am besten, Sepp, stellst du dich doch mal gern selber vor. Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin der Sepp Hölzel, von meinem Berufswesen Versicherungsmakler, der online unterwegs ist und auch auf YouTube mit Videos unterwegs ist. Und da haben wir beide uns ja auch gefunden. Durch die Videos und auch durch deinen coolen Instagram-Kanal. Und so hat sich jetzt heute mal das Gespräch ergeben und da freue ich mich sehr darüber. Ja, auf jeden Fall möchten wir heute auch ein bisschen über Selbstständigkeit reden, über Aktien, Kryptomarkt und natürlich am Ende ein bisschen über Versicherung. Das soll ja auch nicht zu kurz kommen, weil das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und Sepp ist selbstständig und da wäre einfach meine erste Frage, wie reagiert dein Umfeld dazu, dass du selbstständig bist? Es gibt sehr viele Tücken da auf jeden Fall. Ja, also vielleicht für die, die es noch nicht, mich noch jetzt noch nicht so kennen, ich bin jetzt seit 2012 selbstständig, genau, in dem Jahr, wo mein mittlerer Sohn auch auf die Welt gekommen ist, also quasi Geburt vom Kind und Selbstständigkeit, also waren 14 Tage auseinander, also genau voll reingestartet sozusagen. Und ja, mein Papa war schon immer selbstständig und auch mein Schwiegervater und eigentlich so die ganze Familie hat sich das so ergeben. Und auch schon von der Schulzeit her war ich ja an der Wirtschaftsschule und wollte eigentlich schon immer so was Eigenes machen. Der ursprüngliche Plan war aber tatsächlich, mal im Angestelltenverhältnis irgendwo in der Führungsebene zu sein, ja, Leuten quasi zu zeigen, wie das funktioniert, wie sie ihren Job besser machen können und quasi als Führungskraft dann aufzusteigen. Das klingt immer so negativ behaftet, aber einfach, das war so mal der Plan. Aber Pläne sind manchmal immer so eine Sache für sich. Da kommt dann später auch bestimmt noch der ein oder andere Wink aus dem Leben so in der Interviewzeit jetzt hier. Aber 2012, los geht's, selbstständig gemacht als Versicherungsmakler und seitdem selbstständig und momentan vielleicht für die, es interessiert, auch noch als Einzelunternehmer. Jetzt haben wir Anfang 2020 zum 1.3. diesen Jahres übernehme ich einen anderen Versicherungsmaklerbestand von einem Kollegen, der in Ruhestand gegangen ist. Und da komme ich das erste Mal so ein bisschen in die Berührungspunkte. Das ist eine UG, was der hat. Mhm. Und dann bin ich da quasi Geschäftsführer und habe mein Einzelunternehmen noch. Und dann muss ich halt gucken, wie ich das dann neu ausrichte oder welchen Weg ich dann quasi einschlage. Und das ist jetzt so der Status quo. Also bleibt für dieses Jahr extrem spannend. Ja, hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und da würde ich gleich mal dich beglückwünschen, weil das ist ja doch wieder eine neue Herausforderung. Und ja, am Ende des Tages zählt halt natürlich auch ein bisschen Geld. Ja, auf jeden Fall, du hast es gerade schon auch gesagt. YouTube, wie kam es dazu? Du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und wer Sepp Hölzel noch nicht kennt, ich verlinke das jetzt auf jeden Fall mal seinen Kanal oben in der Infobox. Schaut es bei ihm auf jeden Fall gern da mal vorbei. Aber jetzt erzähl da einfach mal, wie es dazu gekommen ist und vor allem, wie lange er schon YouTube macht. Ja, also länger als ich das manchmal so noch im Kopf habe. Also es sind jetzt vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Video hochgeladen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe einen Kollegen kennengelernt, der relativ viel auch im Geldanlagebereich macht. Mhm. Und da wahnsinnig, sind wir relativ auf YouTube. Ja, für einen sind 1.000 Klicks Wahnsinn, für den anderen sind 1 Million nix. Ja, also für mein Dafürhalten und so, was man halt so sieht, hatte der wirklich eine interessante Reichweite und haben mir gedacht, hey, also was die älteren Kollegen können, das kann ich schon lang und besser. So, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit da drin steckt, hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Aber ich sag mal, durch mein Hobby, ich bin früher viel Mountainbike gefahren und da hat sich das Filmen und Fotografieren quasi durchs Hobby schon so ergeben und da hatte ich ja eh schon Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du halt mal Versicherungsthemen, die sind halt relativ trocken und mit viel Vorurteilen und vielen allen Klischees, die einem irgendwie über Beruf, Geld und Finanzen einfallen, kommen in meiner Branche quasi zum Tragen und zum Vorschein. Und alles, was ich sage, ist einmal googeln entfernt. Also warum kann ich nicht gleich so transparent sein und in Vorleistung gehen, den Leuten ein Informationsangebot geben oder auch meine Meinung und meine Ansichten mit auf den Weg geben und dann letztendlich darüber auch logischerweise neue Mandanten, neue Zuschauer oder eine gewisse Grundreichweite einfach aufzubauen.
Und ich persönlich halte das in der heutigen Zeit für ein sehr, sehr wichtiges Asset von einem Unternehmen oder einer Marke. Ob das jetzt mal eine Personenmarke ist, klar, als Berater bist du immer eine gewisse Person. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Aber es ist für mich einfach einer der tragenden Säulen in der Außendarstellung, in der Außenwirkung. Und deswegen bin ich da auch mit einem relativ langen Atem dabei, weil wenn ich jetzt schaue, ich bin immer noch unter 1000 Abonnenten, ja, drücken wir es mal so aus, dank dir vielleicht übermorgen nicht mehr, wenn das Video online kommt. Ja. Nein, aber es ist halt, und das wird jeder sehen, es ist einfach ein Prozess, der sich halt auch eins zu eins im Leben widerspiegelt, die Kontinuität und das Daranbleiben. Und auch wenn du mal ein Video, das beste Video bei mir hat jetzt 37.000 Klicks gekriegt, ja, das schlechteste vielleicht 20, so. Du musst aber auch die anderen machen, um dann vielleicht mal diesen einen großen Treffer zu landen, aber du brauchst halt einfach die Kontinuität, das Durchhaltungsvermögen, wenn dir manchmal die Videos von früher anschauen mit einem weißen Hemd vor einer weißen Wand, das ist halt alles ein Prozess, ja. Und das ist, glaube ich, einfach so Spaß an dem Prozess dabei. Und ansonsten hältst du das nicht so lang durch. Also YouTube, also ich kenne es ja selbst aus meiner Erfahrung, ich mache jetzt auch schon fast 2 Jahre YouTube mittlerweile mit 2 Kanälen und 6 Videos die Woche. Es steckt, also wer noch nie ein Video gemacht hat, extrem viel Arbeit dahinter. Es kommt natürlich immer auf die Themen drauf an. Manche Videos dauern 1 Stunde wirklich mitschneiden, alles drum und dran und hochladen. Aber manche Videos brauchen auch wirklich eine gewisse Vorlaufzeit, je nachdem wie tief man in die Themen reingeht. Es kann dann schon mal sein, dass in einem Video 10, 20, vielleicht sogar auch 25 Stunden drinnen stecken. Also das ist jetzt nicht einfach so von, ich mache jetzt mal schnell Kamera an und spreche rein. Auch Ausrüstung sieht man auch beim Sepp sehr, sehr schön, also sehr angenehm. Bei mir einfach eine weiße Wand dahinter. Also da sieht man einfach schon sehr die Professionalität auf jeden Fall auch dahinter. Und ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall beim Sepp mal vorbei. Super Kerl, sehr angenehm auf jeden Fall. Wir haben uns eben über YouTube kennengelernt und haben einfach gesagt, wir machen mal ein Interview zusammen. Ich komme auch irgendwann mal bei ihm vorbei. Aber du hast jetzt auch schon was gesagt. Du bist ja auch am Aktienmarkt tätig, weil deswegen ja, folgst du mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Kann man jetzt mal so sagen. Ja, du investierst ja selbst im Aktienmarkt. Was sind so deine Schwerpunkte? Sind es jetzt eher die Wachstumswerte, so klassische Dividendentitel? Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe ja letztendlich auch bei mir in meiner Kundenberatung das Thema Investment und Vermögensaufbau. So, natürlich benutze ich dieselben Anlagevarianten, wie sie jetzt meine Kunden quasi auch von mir empfohlen kriegen, ja, damit du auch einfach mal mit eigenem Geld A dabei bist und B zeigst, wie es funktioniert. Jetzt habe ich beispielsweise ein breit diversifiziertes Investmentdepot zum 1.4.2020 angefangen, wo quasi jetzt der Corona-Crash in Anführungszeichen war, um genau den Kunden zu zeigen, schau mal her, ich habe mit mir selber mit einem Sparplan angefangen und habe da, wo es eigentlich ja alles rappzappenduster war, so wie es dann immer im Nachgang schön erklären kannst, da habe ich angefangen. Und genau deswegen funktioniert es jetzt, um quasi das eigene Beispiel zu liefern, was ja deine Instagram-Follower und deine Zuschauer ja teilweise wissen, aber halt jeder, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat, dass der eben keine Angst hat vor gewissen Kursschwankungen. So. Und generell bin ich ein Freund von dem sogenannten Drei-Speichen-Rad. Ja, also ist ja immer die Wechselwirkung Gold, Aktien, Immobilien. Ja, Immobilien jetzt nicht in Fonds- oder Aktienform, sondern halt in physischer Form. Wobei ich muss sagen, das ist jetzt noch keine Baustelle, in der ich investiert bin. Nur das funktioniert ja letztendlich so, die Immobilienpreise steigen, Edelmetalle ist unten, Aktien sind relativ hoch. Und wenn die Aktien wieder crashen, dann ziehen meistens die Edelmetallsektoren, momentan kann man ja schon fast noch die Kryptosektoren auch fast mit dazu nehmen, dann dreht sich ja das Rädchen immer wieder. Mhm. So, jetzt um es vielleicht um die Wechselwirkungen auch besser zu beobachten, bin ich natürlich auch mit Einzelaktien, beispielsweise in Gold investiert, Newmont Mining, Barrick Gold, die großen Dickschiffe im Goldminenbereich, weil die dann auch, sage ich mal, jetzt bin ich 33, also ich habe Zeit, die können dann natürlich auch exponentiell mal nach oben gehen. Momentan sind sie alle wieder ein bisschen runtergekommen. Habe dann aber auch noch Versorger, Essen, Trinken dabei. Eine Nestle ist mit dabei. AMD ist aber auch mit dabei.
Ach Gott, was habe ich denn jetzt noch gleich? Schönes Tencent, ja, ist auch mit drin, weil ihr halt auch sagt, gut, das ist halt ein so breit aufgestelltes Unternehmen, wo ich sage, die sind im Gaming und im Online-Bereich einfach so breit, wobei ich immer mit den Asiaten immer ein bisschen, ja, berechtigt wahrscheinlich, wie viele andere jetzt sagen würden, ein bisschen Angst habe. Aber letztendlich brauchst du es halt trotzdem, weil einfach so viele Leute da sind. Da ist einfach so ein breiter Konsumentenstamm, da wirst du mit Sicherheit langfristig auch partizipieren können. Aber auch erneuerbare Themen sind dabei. Ja, ich war jetzt auch bei Plug Power mit dabei. Bin da jetzt irgendwo bei 700% oder weiß der Geier was, wie viel plus. Aber wie gesagt, scheibchenweise immer so 10% vom gesamten Kuchen auf einen Titel, damit man nicht so einseitig wird. Ja, habe jetzt aber auch mir gesagt, weil ich gucke da auch. Klar, dein Instagram-Kanal und schaue letztendlich da aber auch und habe mich da jetzt auch davon, wie soll ich sagen, etwas distanziert und habe mal 50% der Titel abgegeben und habe die jetzt wieder nachinvestiert sofort, damit es nicht rumliegt. Sofort und habe jetzt eine Monster Beverage, ein Lithium-Titel aus Australien, die machen ja so Lithium-Explorationen, der ganz exotischer Name, der fällt mir jetzt ad hoc leider gerade nicht ein. Und eine Supermarktkette, so ähnlich wie Walmart, nur im afrikanischen Bereich, weil KGV super niedrig, und dort Marktführer. Und ich gehe einfach davon aus, dass Essen, Trinken jetzt auch global logischerweise immer ein tragender Sektor ist und bin da jetzt eher, sage ich mal, von so einem High Performer ein Stück weit raus und habe das mal ein bisschen auf konservativere Themen Finde ich aber auch richtig gelegt. gut. Also erstmal Glückwunsch auf jeden Fall zum Gewinn. Das ist ja echt richtig stark. Also 700% haben oder nicht haben. Und Gewinne mitnehmen schadet dir auf jeden Fall niemals. Also zumindest sehe ich das so. Ja, auf jeden Fall, du hast das schon so leicht angedeutet. Du bist ja auch so ein bisschen oder hast vielleicht mal Kryptowährungen gehabt und natürlich Einzelaktien. Jetzt hau mal was raus. Was ist so dein Favorit für 2021? Hast du da was oder sagst du, nee, habe eigentlich nichts? Also im Kryptobereich vielleicht mal dazu, da bin ich jetzt mit Sicherheit nicht der Ansprechpartner, der da den absolut besten Trend voraussieht. Ich habe es mal ausprobiert Anfang 2017, ja, wo der erste, ich glaube 2017 müsste gewesen sein, wo der erste große Bitcoin-Peak war, ne? Genau, da Genau. habe ich mal Ethereum, Bitcoin und Ripple ausprobiert, die drei, und habe da mal kleine Tranchen immer mal investiert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Habe mir auch von deinem Interviewgast Julian Hosp sein Buch da mal das erste mit durchgelesen und angeschaut, um da einfach auch mal ein gewisses Basiswissen, weil das ist ja immer noch der Bereich, es ist ja ein Anwendungsweg der Kryptowährungen, der Blockchain-Technologie, die ja letztendlich das Bahnbrechende ist. Und da hat sich ja so viel, was dann noch in dem Bereich, das ist ja auch Versicherer, wollen ja auch Blockchain-Technik letztendlich mal ein bisschen einsetzen, um die Versicherungspolicen beispielsweise zeitgemäßer zu machen. Ja, weil die ja immer noch wie ein, ja, wie beim Sparbuch. Wenn du das Sparbuch hast, kriegst du das Geld, wenn du das Sparbuch in der Hand hast. Und so ähnlich, nicht ganz, aber so ähnlich ist es bei Versicherungspolicen immer noch. Und deswegen ist es natürlich interessante Technik. Ich habe mich aber, und das auch der Transparenz halber, momentan komplett aus dem Sektor verabschiedet. Weil es mir jetzt so als Basisinvestment, wenn du sagst, ich will jetzt einen Grundstock legen für langfristigen Vermögensaufbau, ist es jetzt in dem Stadium, wo ich mich persönlich befinde, nicht das Vehikel, was ich jetzt langfristig momentan bespare. Werde aber wieder aktiver das auch beobachten und vielleicht dann jetzt auch im Jahr 2021 mal wieder ein bisschen mit einsteigen, weil ich persönlich. Und das vielleicht jetzt so ein bisschen, was mein Ausblick, meine Erwartungen sind. Ja, ich habe auch Videos dazu gemacht, die exponentielle Geldmengenerweiterung durch die Zentralbanken ist ja an neuen Höchstständen letztendlich nicht mehr zu überbieten. Also ich bin persönlich eher der Ansicht, dass wir 2021 vielleicht noch nicht ganz, wir haben Wahlen, aber zum Jahreswechsel glaube ich, und das ist auch tatsächlich ein großes Glauben, dass wir da schon noch mal etwas
turbulentere Zeiten und Märkte erleben werden, weil wir haben Aussetzung der Insolvenzgesetze aktuell durch die Corona-Thematik. Das heißt, es geistern viele Zombie-Firmen draußen rum. Die wären wahrscheinlich schon platt, sind es aber momentan nicht, weil sie es nicht sagen müssen. Die EZB-Thematiken oder generell die Zentralbanken, die fluten die Märkte mit Geld, irgendwo muss es hin. Und wenn ich das jetzt halt anschaue, was da aktuell, wir haben jetzt 1.2.2021, jetzt, wenn du letzte Woche mal diese GameStop-Thematik beispielsweise anschaust, wo wieder Bauernfängerei darf man nicht sagen, aber es sind halt wieder viele Marktteilnehmer da draußen unterwegs, die jetzt einfach wieder schnell reich werden wollen. Und schnell reich werden, das ist ja eigentlich ein Thema, deine Zuschauer wissen das, aber schnell reich werden funktioniert meistens im Casino. Ja? Und nicht mal da funktioniert es. Ja, rot oder schwarz. Ja, ja, aber das ist halt, finde ich, nichts, was ich jetzt unter dem Titel Investieren und Geldanlagen Vermögensaufbau. Das ist halt mein Zock, das kann mal klappen. Wie bei mir, das Plug-Power-Ding, das habe ich mir gedacht, gut, Wasserstoff oder die erneuerbaren Technologien, das wird langfristig mit Sicherheit ein Sektor sein und auch erneuerbare Energien, das floriert. Ja. Mhm. Ach, genau, Caribos habe ich noch im Depot. Jetzt ist mir es wieder eingefallen. Die machen so, haben eine Technik erfunden, wo man Plastik auflösen kann und dann wieder recyceln kann. Cool. Fand ich auch ein ganz cooles Thema, wo ich mir gedacht habe, gut, es löst auch wieder ein Weltproblem, wenn es funktioniert. Ist aber auch wieder kleine Beimischung. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich denke, dass wir 2021 und 2020 auf jeden Fall nochmal Marktturbulenzen sehen werden, weil einfach, ja, es ist einfach zu lang momentan alles, ohne jetzt Corona-technisch irgendwie in irgendeine Ecke zu gehen, aber der Maßnahmenplan, den wir momentan durchleben, sorgt bei vielen Unternehmen für Unsicherheit. Wenn die ganzen Unterstützungshilfen so schleppend gehen, wie sie immer letztendlich auch politisch mittlerweile zugegeben, dass die Novemberhilfe im Januar noch nicht da ist, da kannst du ein gesundes Unternehmen haben, wie du willst. Irgendwann geht dir mal die Luft aus. Also das funktioniert einfach nicht. Und das reißt halt auch bei mir in der Branche beispielsweise wieder Folgeerscheinungen mit sich. Und ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall nochmal Bewegung sehen dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Ja, aber auch wieder so wie letztes Jahr rückwirkend sind halt so Gelegenheiten einfach auch, ja, schöne Einstiegschancen. Aber jetzt zurück auf die Frage, ja. Was ist dein Favorit? Hast du einen für 2021? Einfach einen Titel, wo du sagst, boah, der könnte eventuell, also ist keine Anlageberatung oder sonst irgendwas, das ist auch ganz wichtig, damals zu sagen, das ist nur unsere Meinung. Ein Einzeltitel, da bin ich tatsächlich, ich kann dir keinen Einzeltitel nennen, weil da bin ich zu wenig im Einzeltitel-Investment drin. Ja, das, was ich für mich mache, das mache ich für mich. Aber auch, sage ich mal, eher nach Maßstäben der Vernunft und einfacher Bewertungskriterien. Ja, ich bin nicht so gut wie die Jungs von Alle Aktien, die gefühlt das laufende Börsenlexikon sind. Ich bin ja eher, was die Anlagephilosophie anbelangt, globaler Ansatz, möglichst breit gestreut und halt immer Maßgabe nach dem Drei-Speichen-Rad, Gold gegen Aktien, immer korrelieren. Und das ist natürlich nicht kurzfristig das Thema, das ist langfristiges Thema. Aber ich gehe generell von einem langfristigen Aufwärtstrend aus, kann mich jetzt aber hier für deine Zuschauer nicht auf einen Einzeltitel festlegen. Ich glaube aber, dass mit den Versorgern immer auf jeden Fall gut durch alle Turbulenzen durchkommt, so wie du es jetzt gemacht hast, Gazprom und so weiter, das habe ich mir auch angeschaut. In dem Bereich werde ich mit Sicherheit auch nochmal was zeichnen im Einzelbereich. Ja, auf jeden Fall dann mal eine spannende Frage. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus, aber zum Beispiel jetzt für ja, Aktienneulinge, gibt es da eine Versicherung zum Absichern? Also geile Frage eigentlich, gibt es da sowas? Naja, die Versicherung zum Absichern, die du machen kannst, sind natürlich deine Eingaben bei deinem Broker, ja, wenn du deine Titel absichern willst, aber die Versicherung, die dein Aktiendepot absichert, ist eigentlich tatsächlich eine private Haftpflicht und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht etwas erweitert, Klammern auf, Arbeitskraftabsicherung. Es gibt verschiedene Vehikel, wie man die Arbeitskraft absichern kann. Königsweg oder der verbreitetste Weg ist die Berufsunfähigkeitsversicherung.
weil ich vergleiche das letztendlich, wenn ich es jetzt malen würde, ja, ich bin immer so ein Freund von Aufmalen, aber ich sage, du hast jetzt einen Berg hier, das ist deine Privathaftpflichtversicherung, weil für alles, was du tust, bist du unbegrenzt haftbar, zeitlich unbegrenzt, Höhe unbegrenzt, mit allem, was du hast und haben wirst. Ja, also hier kann der eine Berg wegbrechen und dann ist letztendlich der Stausee leer. Und auf der anderen Seite ist es halt deine Arbeitskraftabsicherung, weil wenn du natürlich im Vermögensaufbau bist, so wie wir alle jetzt ja letztendlich oder auch deine Zuschauer oder auch schon Vermögen geschaffen hast, dann vielleicht sogar erst recht, ist halt die Absicherung deiner Arbeitskraft, die zweite Säule, einer der tragenden Schutzfaktoren für dein vorhandenes Vermögen und auch für deine Sparpläne, weil woher soll letztendlich dann deine Sparplanraten kommen und auch dein Lebensunterhalt kommen, wenn du ihn selber aufgrund von einem Unfall oder einer Krankheit nicht selber verdienen kannst. So, da hast du immer mehrere Optionen. Ich hatte jetzt auch letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden, der sich von seiner Berufs- und Fähigkeitsversicherung wieder verabschiedet hat. Ja, aber du musst eins, oder man muss nicht, aber man sollte halt eins beachten. Die gesetzlichen Versorgungssysteme werden immer weiter zurückgefahren, also gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird immer weiter zurückgefahren. Berufseinsteiger, die haben die ersten 5 Jahre beispielsweise überhaupt gar keinen Anspruch, weil die Pflichtzeiten noch nicht erfüllt haben. Und bis du die kriegst, ja, also das ist jetzt auch ganz kurz, dazu habe ich ja viele Videos schon gemacht, aber ist ganz kurz, die Erwerbsminderungsrente sagt, kannst du länger als 3 Stunden, egal in welchem Beruf arbeiten, also der Doktor, der quasi als Doktor arbeitet, könnte er noch im Kino die Tickets zerreißen, ganz überspitztes Beispiel. Wenn er das noch machen kann, ist er im Sinne des Gesetzgebers nicht erwerbsunfähig. In der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ist er als Arzt oder als Ingenieur oder als Bürokaufmann, was du halt zuletzt getan hast, berufsunfähig, wenn du länger als 6 Monate das zu über 50% nicht mehr machen kannst. Und da wird halt immer geguckt, was hast du tatsächlich ganz genau eigentlich jetzt vorher gemacht, bevor es dir schlecht ging. So, und dann springen die an und bezahlen halt eine monatliche Rente, in der Regel eine monatliche Rente, die halt zumindest eine Mindestabsicherung über 1.000 Euro liegen sollte, weil sonst wird sie auf Hartz IV und so weiter angerechnet. Da hast du wieder nichts davon. Aber zumindest mal deine monatlichen Fixkosten abdecken sollte. So, und hier kannst du natürlich auch deine Sparpläne mit reinkalkulieren, weil wenn du jetzt mal 2 Jahre beispielsweise im Erwerbsleben, ja, jetzt hast du 35 Jahre Erwerbsleben vor dir, fällt mal 2 Jahre beispielsweise aus, was jetzt nicht unüblich ist. Die meisten Fälle liegen so zwischen 5 und 7 Jahren, wenn man die Statistik mal anschaut. Ja, und Statistiken sind immer, es gibt Freunde von Statistiken, es gibt Freunde von realen Fällen, ja, aber sagen wir so grob funktionieren die Statistiken in dem Bereich schon, so zwischen 5 und 7 Jahre. Und das ist schon ein Korridor, wo du natürlich deine geschaffenen Werte nicht abschmelzen musst, weil du vielleicht mehr Geld brauchst, als was jetzt passiv schon kommt. Ja, und passiv kann ja alles sein. Immobilien, Dividendenthema, da bist ja du zu Hause. Unternehmensbeteiligungen, wie auch immer, irgendwo muss halt da Geld her. So, ja. Und wenn du auf den Geldstrom durch dein eigenes Schaffen nicht mehr angewiesen bist, dann brauchst du halt in der Regel auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, weil die ja quasi ein Schutzbrief für deine Fixkosten ist. So, und das ist ganz einfach erklärt und das ist auch rational gut zu erklären. Ja, es ist ein Risikobeitrag, also in der Regel sparen und absichern sollte man sowieso trennen, damit ich quasi weiß, was kostet dieser Schutz. Und wenn ihr jetzt aber sagt, gut, feste Beispiele sind da immer schwierig, weil es berufsabhängig ist, aber wenn ihr jetzt sagt, ich kriege jetzt 2.000 Euro monatliche Rente für 35 Jahre lang, abgesichert. Das ist ein Gegenwert von, müsste jetzt, aber über 500.000 Euro auf jeden Fall. Jetzt, und das habe ich für 80 oder 90 Euro im Monat abgesichert. Das kann ich, da gibt es keine Sparvariante, wo ich so einen großen Kapitalbedarf ab dem ersten Tag abgesichert kriege, für so einen kleinen Beitrag, weil halt da das Kollektiv einfach von der Versicherung halt einfach gut funktioniert. Aber es muss halt sauber gemacht sein. Und dann funktioniert das mit der Berufs- und Fähigkeitsabsicherung auch. Das ist auch ganz wichtig, weil ich bin ja zum Beispiel Soldat und bei mir funktioniert halt eine BU gar nicht. Ich brauche eine DU, also Dienstunfähigkeitsversicherung.
Tatsächlich. Aber wiederum ist das Geniale dran, die DU zählt halt dann draußen auch wieder, wenn du eben ins normale Berufsleben rüber gehst. Und da gibt es ja, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, als Soldat hat man da schon definitiv echt gute Vorteile auch gegenüber. Also die DU ist meines Erachtens fast ein bisschen besser gestellt wie eine BU. Wie siehst denn du sowas? Stimmt das jetzt mein Gefühl nach oder ist das jetzt falsch? Ja, also Dienstunfähigkeit und Berufsunfähigkeit ist tatsächlich wirklich ein sehr komplexes Thema, gerade wenn man mit dem öffentlichen Dienst dann einhergeht, weil bei Soldaten es ist abhängig, welchen Anwendungsweg des Soldatentums du jetzt dann hast und wie du dann da versichert bist und wie dann quasi über den Dienstherrn sozusagen das alles dargestellt ist. Was aber gut ist, dass du eben logischerweise, das kann ich jetzt ein bisschen allgemein halten, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ wenige öffentliche Dienst- und Soldaten bei mir in der Beratung. Aber ich kenne ja natürlich, und das ist ja der Gedanke, das Netzwerk bilden. Ja, ich kenne Maklerkollegen, die sind nur auf Soldaten spezialisiert und waren selber Soldaten. So, die sprechen natürlich aus der Brille vom Kunden, weil sie es selber schon erlebt haben. Aber was halt gut ist, die Dienstunfähigkeit, die greift tatsächlich noch ein kleines Stückchen früher, weil wenn der Dienstherr quasi sagt, nö, das geht nicht mehr, dann bist du da auch relativ schnell im Versicherungsbereich, dass das quasi dann anerkannt wird und dadurch sind die Einstiegsvoraussetzungen für die Leistung, die du dann kriegen kannst, etwas niedriger, beziehungsweise eben direkt auf die Dienstunfähigkeit sozusagen abgestellt. Ja, auf jeden Fall jetzt mal ein Hinweis an die Zuschauer. Natürlich, ihr schaut auf jeden Fall zum Sepp rüber, lasst dem auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn er euch sympathisch ist. Und das ist jetzt aber nur von meiner Sparte aus. Also ich kenne einige, die wo keine Haftpflichtversicherung haben. Und ich bin echt nur ein Laie, darf offiziell gar nichts empfehlen, aber eine Haftpflichtversicherung ist mit unter anderem eigentlich ein Muss meines Erachtens. Die kostet, lass mich lügen, 70 € rum, oder Sepp? Je nachdem. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst raus und bist halt ein kleiner Tollpatsch, fast Fahrrad, fast in einem, keine Ahnung, Ferrari rein. Kann ja mal passieren. Ja, normalerweise musst du selbst aus der Tasche zahlen mit einer Haftpflicht. Kannst Glück haben, dass die das eben übernimmt, wenn es natürlich nicht vorsätzlich war, das Ganze. Wohlgemerkt. Da habe ich genau das passende Praxisbeispiel. Also Privathaftpflicht ist sehr gut, dass du das erwähnst, ist ein Must-Have. Ja, es ist nicht wie beim Auto, dass du es haben musst, aber sage mal, wenn du die nicht hast, die hat zwei wichtige Charakteristiken, sollte man wissen. Ja? Also zuallererst, und das ist eigentlich fast manchmal noch geiler an der Haftpflicht, die begleicht, bisschen fachchinesisch, die begleicht begründete Ansprüche und wehrt unbegründete Ansprüche ab. Das bedeutet, wenn einer zu dir hergeht und sagt, du hast mir das kaputt gemacht, ich will jetzt von dir da den Schadenersatz haben, dann prüft es die Haftpflicht, ob du überhaupt dafür eintrittspflichtig bist. Und wenn es nicht so ist, dann stellen die sich vor dich und verteidigen dich gegenüber dem anderen und wehren den Schaden ab, notfalls bis vor Gericht. So, das wissen die meisten nicht. Und jetzt mit dem Fahrradbeispiel, es muss nicht mal der Ferrari sein. Das war der größte Schaden letztes Jahr bei mir in der Kundschaft. Da ist, ich glaube, 8 oder 9 Jahre war das Kind alt, ist, also ich bin ländlich aufgewachsen, ja, wir sind immer als Kinder auf der Straße rumgesprungen und haben halt dort gespielt. Und der Zwockel ist halt mit dem Fahrrad gefahren und ist halt gegen ein Auto gefahren. So, dem Kind ist Gott sei Dank nichts passiert. Das ist immer erstmal das Allerwichtigste, ja, dass keine Person zu Schaden kommt. Aber das Auto war halt verdetscht. Der ist dann heimgeflitzt und hat sich halt den Eltern anvertraut. Die sind dann hin und haben den Halter ausfindig gemacht. Und die haben es dann über einen Anwalt laufen lassen, haben es dann der Haftpflicht gemeldet und das war ja ein VW Passat, also jetzt sage ich mal kein der war 4 Jahre alt, also jetzt sage ich mal kein exorbitant teures Auto. Klar, kostet auch Geld so ein Auto, aber mittlerweile kosten die alle Geld und gerade die Reparaturen erst recht. Das war ein Schaden in Höhe von über 16.000 Euro. So, Wenn es und da das ist eine keine Familie mit Haftpflicht vier Kindern. hast, das ist schon krass. Familie mit 4 Kindern, die wären platt gewesen. Also ich sag's, wie es ist, die wären platt gewesen. Das tät bei mir auch neihauen. Ich habe 3 kleine Kinder. Das tät, also ich sag mal, bei den meisten würde das schon enorme Wellen schlagen, wenn man so eine Schadenzahlung selber tragen müsste. Und das ist halt der Sinn und Zweck von Haftpflicht, wo ich bei 70, 80, 90 Euro nicht drüber Ja. nachdenken brauche.
Ja, aber wie schnell passiert es auch mal so? Also nicht wundern, ich sitze zum Beispiel jetzt gerade mit Tab und Handy da, weil beim Tab sind die Fragen drauf, die wo in Zap stelle. Also auch nicht wundern, wenn ich mal nach unten schaue. Wie schnell passiert das mal, dass man aus Versehen ein fremdes Handy runterschmeißt? Also mir ist das schon ein paar Mal passiert, aber ich habe immer Glück gehabt, dass nie kaputt gegangen ist. Aber es ist halt aus Versehen. Also es liegt halt auch offensichtlich immer rum. Wird ja bei dir genauso sein, dass da öfters mal ja, so Sachen reinkommen. Ja. Also es ist tatsächlich letztes Jahr vielleicht auch nochmal ganz lustiger Fall, wo man auch manchmal gar nicht dran denkt, dass da was passieren könnte. Aber letztes Jahr war es Jahr der Kinder. Zwei Kinder sind unterwegs von einer guten Kundin aus Schulfreunden von früher sozusagen, deswegen kenne ich die auch ein bisschen den Hintergrund von die Leute. Die Kinder waren auch wieder beim Spielen und haben so einen kleinen, gibt es ja immer mal, neben dem Feldweg ist manchmal so ein kleiner Bachlauf. So, und es hat geregnet und da war halt sau viel Wasser und die haben halt Steine gesehen und haben die da hingeschlichtet und wollten das Wasser aufstauen. Ja, wie es der Zufall will, haben die aus Versehen den Zulauf von einem Fischzuchteich trockengelegt. Und jetzt sind die armen Viecherle, ja, aber es ist halt einfach, ja, ein bisschen komisch, finde ich es schon. Sind halt leider die ganzen Fische in dem Fischzuchtteich verreckt. Und es war halt der Fischzuchtteich von der Wirtschaft, die Fisch haben verkaufen wollen. So. Wirtschaftlicher Totalschaden erstmal. Da hat die mich gefragt, sage ich, du Sepp, wie melde ich denn das der Haftpflicht? Da habe ich gesagt, Das weiß ich auch nicht. wir schreiben es einfach mal so nein, wie du das jetzt erzählst. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, das sollen die prüfen, ob da Haftung besteht, weil die Kinder, wie alt und Deliktfähigkeit, ja, nein, hinher. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, das müssen die Profis entscheiden. Das gebe ich jetzt weiter. Und siehe da, da waren zwei Kinder, das haben sich die Versicherer untereinander aufgeteilt. Das waren aber auch pro Nase ungefähr 8.000 Euro Schadenssumme. Wollte schon Also sagen, weil das. ich bin selbst, ich, seitdem ich klein bin, Fischer, da geht es dann schon mal schnell um 10, 20, 30.000 Euro, wenn da so ein kleiner Teich mal kurz trockengelegt wird. Ja, ich meine, gut, und der Wirt war natürlich stinksauer, klar. Die Kinder haben es aber gar nicht gemerkt oder nicht böse gemeint, aber da passiert ruckzuck was, wo du vielleicht gar nicht dran denkst, dass da jetzt was schief gehen kann. Ja, aber dafür hat man dann eben auch die Hilfe von einem guten Versicherer, der sich eben dann darum kümmert und schaut hinher, rüber, rüber. Und das ist dann auch reibungslos gelaufen. Also ich muss jetzt sagen, ich bin auch bei einem Finanzmakler echt super Service. Also ich gehe auch gerne hin. Und es gibt ja leider, muss man echt mal sagen, auch so Leute, ich nenne es jetzt mal schwarze Schafe, ganz nett ausgedrückt. Und da kriegt man eigentlich schon ab und zu mal das Kotzen. Und ich denke mal, jeder Mensch hat eigentlich schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Versicherungsmakler gehabt. Wie siehst du das jetzt in deiner Branche? Kotz dich mal aus am besten. Ja, ja, also sagen wir es mal so, vielleicht auch jetzt für die Zuschauer da draußen. Ihr kennt mich jetzt nicht, ich kenne euch nicht, aber ich sage mal, auch bei mir geht tatsächlich auch mal was schief. So, also wir sind alle Menschen, Gott sei Dank, da kann was schief gehen. So, dafür müssen wir Makler zum Beispiel, wir Makler sind ja für unsere Beratungsfälle persönlich in der Haftung. Das heißt, wir müssen eine eigene Vermögensschadenhaftpflicht haben. Sonst kriegen wir gar keine Gewerbeanmeldung und auch gar keine Zulassung von der IHK. Da ist der Prüfprozess, dass du Versicherungsmakler wirst, ist schon relativ streng. Darfst steuerlich keinen Stress haben, darfst straftechnisch keinen Stress haben. Du musst da Haftpflicht nachweisen. Und wenn du die mal kündigst, ich habe die einmal gewechselt, da hat der Alte dem Neuen nicht gesagt, hinher, dann habe ich Leitpost von der IHK kriegt, 14 Tage Frist. Ey, wo ist denn da dein Schutz? Wenn du keinen hast, aufhören. Also da sind die wirklich auch dahinter, was auch gut ist. Was halt schade ist, und da haben halt viele, sage mal, aber das sind deine Zuschauer vielleicht schon ein bisschen aktiver, ja. Also du kannst natürlich viel erzählen, du kannst den Leuten viele Ansätze geben und der Themenbereich, den wir quasi behandeln, der ist halt sehr komplex. Also es bedeutet, du hast immer irgendwas, ist immer in Abhängigkeit mit irgendwas. Ja, also eigentlich haben wir alle Ohren wie so eine große Mickey Maus und müssen immer aufpassen, dass du jede kleine Geschichte, ja, wenn jetzt der Kunde sagt, ja, der Opa hat jetzt ein Testament geschrieben, ja, da bin ich jetzt eingetragen. Das hat vielleicht für den Kunden in seinem Lebenslauf schon wieder Konsequenzen, die der noch gar nicht kennt, aber ich als Profi quasi dann schon sagen muss, ey, hör ich, überlege mal. Ja, wenn da was ist,
Erbschaftssteuer, Zeug hinher, rüber, rüber. Und das sind halt sehr komplexe Themenbereiche. Und da ist es halt schade, dass halt viele Kollegen immer noch draußen rumspringen, die aber meistens eher von Strukturvertrieben kommen. Es ist nicht per se der eine Weg der schlechtere oder der andere der schlechtere. Aber gerade bei dir als unter die Soldaten beispielsweise gibt es sehr emsige Strukturvertriebe, wo halt teilweise die Kameraden wahrscheinlich schon irgendwo noch einen zweiten Schreibtisch aufgebaut haben. Ja, und da eine wirbt den anderen, der nächste wirbt dann wieder einen anderen und jeder schiebt sich noch einmal ein Geld in die Tasche und dann hast du halt letztendlich, ist es ja, so funktioniert es halt dann manchmal. Ja. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber das sieht man ja auch immer, gerade wenn du es jetzt sagst mit den Kryptowährungen, ja, das ist ja quasi das nächste Thema, wo wieder irgendeiner mit irgendjemandem was da rumscharrt. Ja, also das ist halt immer wieder so, du hast junge Leute, meistens junge Männer, die wollen ja was erreichen, die wollen vorankommen und wenn du denen halt, sage ich mal, an Packen Geld hinlegst, was ja eigentlich verboten ist, weil Provisionsweitergabe ist für uns Vermittler untersagt, ja, also darfst du eigentlich gar nicht machen, aber es wird halt manchmal noch gemacht oder halt anders genannt und das sind halt dann Ansätze, die halt immer monetär getrieben sind, ja, aber mein Ansatz ist halt der, ich möchte ja meine Kunden, wenn es geht, 10, 20, 30 Jahre lang behalten und die auf ihrem Weg begleiten. Und das ist halt auch der Ansatz. Dadurch bin ich so in meinen Gesprächen manchmal etwas umfangreicher, weil du halt viel mitgeben willst, auch an eigenen Erfahrungen. Und das ist halt so, da kommst du halt mit diesem Anhauen, Umhauen, Abhauen, so wie es früher war. Ja, das ist halt, das ist halt leider so diese alten Themen, die jetzt dann schwer wiegen, weil du halt immer ein Vertrauensproblem hast. Ja. Weil wir haben halt nur Zettel und Buchungen. Ja, der Kunde schenkt einem Vermittler das Vertrauen. Gott sei Dank, die Kunden werden auch informierter und erkennen dann leichter vielleicht, wenn es irgendwie mal in eine falsche Richtung geht, das Gespräch. Aber unsere Dokumentationspflicht wird auch immer umfangreicher, sodass du eigentlich gar keinen Schmuh mehr irgendwie machen kannst. Ja, weil es alles doppelt und dreifach geprüft wird. Und das ist jetzt aber auch neu eigentlich, halt oder? Mit der Dokumentation. Ich glaube, dass das noch gar nicht so lang gibt. Ja, was ja, aber die Dokumentationen, die. Also für uns als Verbraucher ist das ja richtig gut. Für dich heißt es halt doppelt Arbeit, aber somit fallen halt auch einige schwarze Schafe zum Glück hinten runter, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich sage mal so, die Dokumentation, also gerade jetzt im Geldanlagebereich ist es am umfangreichsten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich kann quasi, ich muss eine sogenannte Geeignetheit ermitteln. Ja, das bedeutet, ist der Kunde mit dem, was er tut, kennt und macht, in der Lage zu verstehen, was er da kauft. So. Und ist das, was er will, mit dem kompatibel, was ich ihm empfehle? Einfaches Beispiel. Die Oma Hilde wollte ein Sparbuch machen und sitzt bei Stern TV, weil sie einen Schiffscontainer gekauft hat. So, ja, genau um diese Fälle zu vermeiden, genauso mit dem ganzen Beteiligungsscheiß auf Deutsch gesagt. Also es gibt bestimmt schöne Sachen da draußen, aber das ist ein Markt, den ich per se für mich und meine Beratung komplett ablehne, weil alles, was ich mit Beteiligungen gesehen habe, bisher immer nur Grütze war. Ja, da habe ich Gespräche geführt mit Menschen, wo du davor sitzt und kannst einfach nichts mehr machen. Ja, der ruft mich an, der hat mich über das Internet gefunden aus dem Nachbarort. Herr Hölze, jetzt bin ich 65, ich habe jetzt eine Beteiligung gemacht vor 20 Jahren, die wollen jetzt 30.000 Euro von mir haben. Die haben mir schon einen gelben Brief mit dem Anwalt geschickt. Ja gut, dann guckst du das rein. Ich habe da Fachanwälte, mit denen ich kooperiere, denen gebe ich das dann, sage, ey, könnt ihr was machen? Die schaffen auch Verfolgshonorar, ist alles ganz transparent, ja. Die sagen dann auch Gott sei Dank relativ schnell, du, da haben wir keine Chance, oder da haben wir, ne? Weil wenn die auf Erfolg arbeiten, und da sitzt du dann vor jemandem, der quasi seine Lebensarbeitsleistung erbracht hat, wollte mal alle Steuer sparen, hat er mal was gemacht und dann konnte er es gar nicht erkennen, was er da letztendlich zeichnet und dann muss der nochmal Geld nachschießen und kommt gar nicht raus aus der Kiste. Irgendwie hat es dann doch noch geschafft oder zumindest kam jetzt lang nichts mehr, aber die psychische und nervliche Belastung von den Leuten, da sitzt du dann dort und denkst, ey,
Da Das geht sind so dir die erstmal der Momente, wo Arsch ich auf mir dem manchmal Grundeis, denke, ja. genau. Ja, Das das sind so ist. Momente, wo ich mir denke, ja, puh, ich glaube, ich tue nur noch Mofa-Schilder vermitteln. Ja, die kosten 70 €, die laufen nach einem Jahr ab. Da machst du nichts verkehrt. Und da hast du halt als Berater manchmal auch, ja, Angst ist immer ein schlechter Begriff, aber ich sage mal, du musst dir schon bewusst sein, welche Tragweite das hat, was du tust. Und das hat jetzt auch nichts mit Saubermann-Image oder so zu tun, aber ich sehe es halt einfach in der Praxis, wo ich dann sage, okay, da bin ich auch relativ veränderungsfaul. Ja, wenn ich mal mein Konzept gestrickt habe, dann sage ich mal, werden die Zutaten relativ wenig getauscht, weil dann nehme ich ja das, was ich kenne, wo ich auch mehrere Kunden habe, die das haben, wo ich einfach mal das in unterschiedlichen Stadien dann sehe, wie es in der Praxis funktioniert. Und das ist halt das, wenn du mal das machst, dann mal das empfiehlst, dann machst du dich A, unglaubwürdig, und B, hast du halt auch mal ein, zwei, drei, vier Praxisfälle und nicht vielleicht mal 20, 30, 40 Praxisfälle, wo du dann auch sagen kannst, okay, das habe ich schon gehabt, habe ich so gelöst. Ja, Finde ich und auf jeden Fall. das funktioniert mit Investmentdepots halt ganz gut. Ja, die sind überall handelbar, sind offen, ist nichts Verstecktes. Deswegen auch keine Immobilienfonds. Ja, hatten wir auch schon. Entschuldigung, dass ich jetzt deinen Einwurf übergehe, aber es hat mir mit Immobilien offene Immobilienfonds. Ja, ganz toll. Ganz super. Ja, damals zu Allianz-Zeiten, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da hat man einen Kunden, das werde ich nie vergessen, der hat da 80.000 € drin gehabt. Der kam 2008. Ja, da war der auf einmal zu. Ja, dann wollte er Geld haben und dann darfst du als Berater dann dort sitzen. Ja, Herr Meier, das Geld können wir jetzt leider nicht abholen, aber wir dürfen Ihnen einen Kredit auf Ihr eigenes Guthaben vergeben mit Sonderzins. Und mir dachte, ey, weißt du, da hast du einen Kunden, der hat Geld gespart, jetzt kommt er nicht mehr hin und jetzt darfst du ihm quasi auf sein eigenes Geld einen Kredit anbieten. Und mir gedacht habe, ey, das sind so Yes. Gespräche, da willst du eigentlich unterm Tisch verschwinden und kannst letztendlich noch nicht einmal direkt was dafür. Ja, aber das Krass sind auf die jeden Fall. Beispiele. Also sowas habe ich auch noch nie gehört. Auf jeden Fall, wenn ihr immer noch zuschaut, ihr merkt, Sepp ist ultra sympathisch. Super cooles Interview bis hierher. Oben, ihr wisst es, Infobox ist auf jeden Fall sein Kanal verlinkt. Ja, auf jeden Fall für mich war es auch das erste Mal, Sepp, dass wir uns so quasi live gesehen haben. Corona hin oder her. Auf jeden Fall, Leute, schaut bei ihm vorbei. Fand ich echt cool, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass du unseren oder meinen Zuschauern da einfach mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Vor allem auch das mit dem Fischteich und auch mit dem Auto. Sehr, sehr interessant. Und das jetzt zum Schluss, muss ich schon sagen, habe ich so ein leichtes Bauchweh. Also, das ist halt menschlich. Also, vor allem, wenn du das machen musst, du bist ja gezwungen, dass du das dann machst von der Firma aus. Und das bist du jetzt quasi nicht mehr, falls du selbstständig bist. Also sehr, Genau. sehr cool auf jeden Fall auch. Respekt an dieser Stelle. Die Selbstständigkeit versuche ich ja auch zu erlangen. Es ist nicht immer einfach. Sehr, sehr viele Wege oder beziehungsweise Steine liegen im Weg, aber kann man ja mal drüber springen auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf deinem Kanal. Wird auf jeden Fall kommen. Ich danke für deine Einladung und ich danke euch da draußen für eure Zeit. Hat mich sehr gefreut.